Hallo, ich bin Lara von Einfach Backen und du bist wahrscheinlich gerade auf der Suche nach einem Rezept, das einfach ist und garantiert gelingt? Dann bist du hier genau richtig. Wenn du keins unserer neuen Videos verpassen möchtest, dann abonniere doch direkt unseren Kanal und aktiviere am besten auch die kleine Glocke. Und ich zeige dir heute, wie wir einen super leckeren Käsekuchen vom Blech mit Streusel backen. Für den Boden bzw. auch die Streusel brauchen wir einmal Mehl, Zucker, Butter, Eier, Backpulver, Vanillezucker und eine Prise Salz und für unsere Käsefüllung Quark, Schmand, Zucker, Eier, etwas Zitronenabrieb und Vanillepuddingpulver. Ich habe jetzt schon mal den Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorgeheizt und ein Backblech gefettet. Der Teig, das bedeutet einmal der Boden und auch gleichzeitig die Streusel, sind ein Mürbteig. Und dafür einfach unser Mehl zusammen mit dem Zucker, dem Backpulver, Vanille, Zucker und Salz sowie der Butter und den Eiern einfach verkneten. Du kannst das natürlich mit einem Handrührgerät machen oder einfach mit den Händen. Ich mache Streuselteige irgendwie am liebsten mit den Händen. Dann kann man den Teig nämlich auch so schön zusammendrücken. Sobald wir jetzt einen homogenen Teig haben, wird der ist ja so ein bisschen bröselig, das soll er auch sein, es ist ja schließlich auch ein Streuselteig, wird der einfach in die Form reingepresst, also zwei Drittel des Teiges, ganz wichtig. Und das andere Drittel wird dann später zu den Streuseln verarbeitet. Sobald der Boden auf dem Backblech verteilt ist, geht es weiter an die Käsemasse. Und dafür mischen wir einfach alle unsere Zutaten, also einmal den Magerquark, den Schmand, die Eier, unseren Zucker und das Puddingpulver und verrühren das Ganze. Und natürlich auch noch unseren Zitronenabrieb, dürfen wir nicht vergessen. So, sobald alles verrührt ist, kommt das jetzt einfach auf unseren Teig oben drauf. Und jetzt zum Schluss natürlich noch unsere Streusel on top. Also du siehst, das ist wirklich ein super einfacher Kuchen, der auch im Handumdrehen gemacht ist. Du kannst dir natürlich auch noch etwas aufpimpen, beispielsweise mit Früchten. Vielleicht hast du ja eine Idee, welche Früchte hierzu gut passen könnten. Schreib es mir doch gerne in die Kommentare, da würde ich mich sehr drüber freuen. Jetzt darf der Kuchen für ca. 40 bis 45 Minuten backen. Unser Käsekuchen vom Blech mit Streusel ist jetzt fertig und duftet schon wahnsinnig gut. Gleich werde ich ihn mal anschneiden und probieren. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir doch gerne ein Like da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn du keins unserer neuen Videos verpassen möchtest, dann abonniere doch direkt unseren Kanal. Den Link zum Rezept gibt es wie immer in der Infobox. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.